ihr Lieben, hier ist Nathalie und ihr seht hier eure ganz wundervollen Karten für die kommende Woche. Angefangen mit dem finanziellen Fluss. Wie schön, ihr Lieben. Schaut es euch an. Da steht eine Fee, weil es aus dem Feendeck ist sozusagen, und badet sich gerade in der Sonne, im Sonnenlicht und wird da quasi aufgeladen damit. Ja? Also ihr seid jetzt die Woche auch im Licht sozusagen, was eure finanzielle Situation anbelangt. Und die geistige Welt lobt euch hier schon mal an der Stelle und sagt offensichtlich, wenn diese Karte kommt, dann ist das schon mal ganz gut gelaufen, denn dann habt ihr Tür und Tor zumindest schon mal aufgemacht dafür, dass da was kommen kann und mag. Und was ich euch jetzt auf jeden Fall für die kommende Woche noch mit weitergeben darf, ist von der geistigen Welt, dass es jetzt natürlich wichtig ist, die Türe offen zu halten für diesen finanziellen Fluss, der da kommen mag. Und angefangen schon mal mit der Bemerkung, die sie für euch machen wollen, dass es so ist, dass es unendlich viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ihr an Geld kommt, wie euer finanzieller Fluss in Gang kommen kann. Und sie sagen, dass es halt so ist, dass die Menschen immer ganz gern so ein bisschen dazu geneigt sind, sich ganz spezielle Mittel und Wege auszudenken, wie das nur kommen kann. Ja? Und letzten Endes die Menschen sich dann aber auch so ein bisschen einschränken dadurch, dass sie immer sagen, naja, ich kann jetzt Geld nur über meine Arbeit verdienen oder ich kann nur was erben oder ich kann nur was gewinnen oder ich kann nur oder ich kann nur. Und dadurch ist es natürlich so ein bisschen schwierig, das mit dem Gesetz der Anziehung die Möglichkeit zu geben, der eigenen wirklich erfüllten Schwingung sozusagen, da die Dinge zukommen zu lassen, die dann eben halt auch in ganz, 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 ganz vielfältiger Art und Weise möglich wären. Ja? Also es ist wichtig, dass ihr versteht, dass letzten Endes ihr aufgerufen seid, euch in eurer Schwingungsfrequenz so anzuheben, dass ihr in der Lage seid, das anzuziehen bzw. ins Materielle zu holen, was ihr schon bestellt habt, was schon da ist, was ihr durch euer Erleben im Alltag und durch eure Gedanken und Kontrast, den ihr erlebt habt oder Dinge, die ihr beobachtet habt, bestellt habt, zuzulassen. Ja, ganz, 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 ganz wichtig, ihr Lieben. Und dabei hilft euch die zweite Karte, Zeit zum Spielen. Also die Karte selbst hilft euch nicht, sondern einfach nur die Tatsache, dass ich euch nochmal sehr, sehr darauf hinweisen darf, dass ihr in einer sehr angehobenen Schwingung sein dürft, sprich voller Leichtigkeit sein solltet. Ja, eure Verfassung sollte wirklich gut sein und ihr solltet einfach ganz viel Leichtigkeit empfinden können, um sozusagen dann auch alles, was da auf euch zukommen mag, alles, was ihr da schon zusammenbestellt habt, und ich soll euch ausrichten, das ist ganz schön viel. Also rein das Finanzielle ist schon wirklich ein ganz schöner, ja, ein Riesenbatzen eigentlich, der da für euch bereit stünde, würdet ihr das zulassen können. Und sie sagen, zulassen könnt ihr das ganz einfach, in Anführungsstrichen soll ich dazu sagen, weil für Menschen ist das meistens dann wieder zu einfach gedacht. Aber Fakt ist, die Gesetzmäßigkeiten sind so einfach. Wenn es euch wirklich gut geht, dann macht ihr Tür und Tor auf. Und Zeit zum Spielen heißt eben nur mal, dass ihr letzten Endes dafür sorgen dürft, dass ihr Leichtigkeit verspürt, sprich, wenn ihr euch mit Dingen beschäftigt, die euch wirklich Spaß machen, wenn ihr euch definitiv einfach mal wirklich aus eurer Grübelei und aus diesem Fokus auf Dinge, die nicht da sind, ja, rausnehmt. Weil sie sagen, Menschen haben noch nicht ganz verstanden, dass sie immer die Möglichkeit haben, zu wählen, auf was sie sich fokussieren. Entweder ich fokussiere mich auf Spiele und Spaß oder ich fokussiere mich auf, oh, das ist noch nicht da und da habe ich ein Riesenproblem. Wie mache ich das denn? Wie schaffe ich das denn? Wie kann ich das lösen? Menschen sind so eher gepolt, dass sie sagen, sie müssen sich aufs Problem fokussieren, denn nur so kann man es lösen. Ja, das ist allerdings aufgrund
der Gesetzmäßigkeiten, in denen wir hier leben, die wir auch nicht einfach ausschalten können, leider eine Fehldenke. Ja, in dem Moment, wo ihr euch auf Probleme stürzt gedanklich, zieht ihr Probleme an und keine Lösungen. Wenn ihr euch auf Lösungen stürzt, und das ist hier jetzt natürlich auch eine Gratwanderung, wenn ihr sagt, naja, Moment mal, aber ich versuche ja Lösungen zu finden. Ja, das ist immer so ein bisschen das Deckmäntelchen des Lösungsfindens, ist oftmals aber ein Nachdenken über Probleme, wenn man ganz ehrlich mit sich ist. Und in dem Moment, wo man über Probleme nachdenkt, kommt man wirklich eher diesen Problemen schwingungsmäßig nahe als der Lösung dazu. Und natürlich ist es so, wenn man dann letzten Endes es geschafft hat, sich in eine Schwingungsfrequenz zu verbringen, weil man mal kurz abgelenkt war zum Beispiel, weil man irgendwie was gespielt hat, weil man sich kurz mit irgendeinem Hobby beschäftigt hat, weil man kurz geschlafen hat. Einfach alles, was dieses Nachgrübeln über Probleme mal unterbricht, kann dann eben dazu führen, oder wenn man das getan hat, dann kann das dazu führen, dass man auch zu einer Lösung kommt. Aber man muss es unterbrechen. Ja, also im Klartext heißt das, entscheidet euch bitte bewusst dafür, euch statt auf das Problem, auf die Lösung, noch besser auf schöne Dinge zu konzentrieren, die vielleicht sogar mit diesem ganzen Problem überhaupt gar nichts zu tun haben. Ja, dann lauft ihr auch nicht Gefahr, wieder bei dem Problem zu landen. Und im Prinzip ist es tatsächlich so, es hat nichts damit zu tun, dass ihr den Kopf in den Sand steckt und so tut, als hättet ihr kein Problem. Ja, das Problem ist da, keine Frage. Aber in dem Wissen, dass ihr das Problem ganz wunderbar lösen könnt, dadurch, dass ihr euch auf sehr viel bessere und höher schwingendere Dinge konzentriert, dass ihr wirklich in einer Frequenz seid mit euren Gedanken, die daran zu erkennen sind, dass ihr euch gut fühlt, ja, dass ihr euch darauf konzentriert und dann Tür und Tor aufmacht für das Gesetz der Anziehung, das sich wiederum darum kümmert, dass ihr zu dem kommt, was ihr wollt. Ja, nicht ihr selber müsst darum galoppieren, sondern ihr selber habt nur den Job, euch gut zu fühlen in irgendeiner Form, warum auch immer, durch was auch immer, um dann sozusagen dem Gesetz der Anziehung den Job zu überlassen. Ja, wer das verstanden hat, führt ein deutlich leichteres und, wie soll ich sagen, finanziell besseres Leben. Ja, nicht nur finanziell, sondern auch finanziell. Insgesamt natürlich kommen einfach alle Dinge, die man sich wünscht, wesentlich leichter auf einen zu. Also das kann ich euch nur wieder sehr, sehr ans Herz legen. Wer euch dabei hilft, euch abzulenken, euch auf Schönes zu konzentrieren, sind eure Freunde. Kommt mit der dritten Karte, echte Freunde. Ja, also Freunde, mit denen ihr euch wirklich wohlfühlt, mit denen ihr ganz tolle Sachen unternehmen könnt, mit denen ihr wirklich einfach tolle Qualitätszeit verbringen könnt. Das, wo ihr euch wirklich wohlfühlt. Ja, und effektiv, wenn ihr euch mit euren Freunden beschäftigt, das bringt euch ja nicht nur näher, sondern das lässt euch ja vielleicht auch einfach schöne Dinge unternehmen, die euch ablenken. Es muss nicht viel kosten, ja, weil wir schon bei finanziellen Dingen sind, was dieses Reading hier betrifft. Sondern man kann auch einfach zusammen einen Spaziergang machen. Ja, man kann einfach zusammen irgendwas, ein Hobby betreiben oder was auch immer, was euch einfach ganz wunderbar ablenkt, den Kopf frei macht, wo ihr Spaß habt, wo ihr lachen könnt. Ja, das sind Dinge, die euch von der Frequenz her dahin bringen, dass das Geld fließen kann. Und das wird es auch wohl, so wie es ausschaut, zumindest für diese Woche. Ja, also dabei wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel tollen Spaß und Ablenkung und Ausruhen und Hobby und alles, was dazu beiträgt, um diesen finanziellen Fluss, den ihr mehr als verdient habt und der wirklich in großer Fülle da ist, in Wirklichkeit, dass ihr da auch mal was zulassen könnt. Das ist ganz wundervoll. Das wünsche ich euch aus tiefstem Herzen. Wenn ihr wollt, schreibt mir auch, was bei euch gerade so Sache ist. Schreibt mir Feedback, was bei euch passiert ist die Woche.
Ich freue mich sehr und dann freue ich mich natürlich aber auch wieder auf euch, auf Likes, auf Kommentare, auf Abonnements und Überabonnements beziehungsweise und dann natürlich auf nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben.